So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist total dunkel, es regnet nämlich bei uns. Wir haben uns jetzt fertig gemacht, es ist schon gut. Kurz nach 10. Mit Donuts hat Papa mit Kugeln geschenkt. Und da ein Anhänger. 1, 3, 4 Donuts. Ach, das sind Donuts. Stimmt. Süß. Und eins mit Abbeeren mit einem Schock. Klingeling. Glitzer. Schleckchenschuss. Schön. Ein Shake. Shake. Ja, voll das Chaos. Schon wieder mal alles so typisch, ne? Ich war gestern beim HNO-Arzt mit beiden Kindern. Denn ich bin gleich natürlich um 8 hin, damit ich noch Glück habe und drankommen darf. Und ich durfte tatsächlich da bleiben, obwohl ich das erste Mal dort war in der Praxis. Die waren total lieb. Ich hatte Glück, es war nicht so viel los. Ich habe eine fette Mittelohrentzündung. Jetzt ist das Dicke schon ein bisschen zurückgegangen, die Schwellung. Ich habe Antibiotikum bekommen, mein Ohr wurde ausgesaugt. Ich habe Tropfen und Antibiotikum bekommen. War so lustig, die Aktion in der Apotheke. Der Arzt hat mir nämlich für das Antibiotikum, da viele Durchfall kriegen von dem Antibiotikum, da sah es das, hatte mir so ein Durchfallmittel aufgeschrieben. Hatte ich in der Apotheke an der Kasse am Display gesehen, dass die 34 Euro kosten, die Tabletten. Und dann habe ich so... dann meinte ich nur so, okay, dann kriege ich lieber Durchfall, wie das zu bezahlen. Und die hinter mir hat so gelacht. Ja, ich habe die Tabletten natürlich nicht genommen. Also, bis jetzt geht es mir auch gut. Ich habe keine Probleme damit noch. Heute Morgen habe ich die dritte Tablette genommen. Es wird schon langsam besser, Gott sei Dank. So, und wir machen uns jetzt los. Ich habe hier zugeschlossen, weil der Elias kommt hier dran und macht immer die Tür auf und geht nach oben. Deswegen. Ja, wo wolltest du die einpacken? Hier oben ist ein Licht aus. Ich habe jetzt die Bank hier vorgeschoben, weil die Kinder fahren immer um den Tisch herum mit dem Auto. Deswegen schieben wir immer die Bank hier rüber. Warte. So, und jetzt, genau, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Heute Morgen wollte ich die Leonie in den Kindergarten bringen und kriege einen fetten Migräneanfall. Ja, das braucht man natürlich auch noch. Und dann sehe ich ja natürlich nicht, weil ich diesen Migräneanfall mit Aura habe. Und ich habe gerade die Brotdose gewaschen und merke, wie ich immer mehr Blitze sehe in der Brotdose und konnte das Obst nicht mehr sehen. Also, ja, deswegen habe ich mich dann schnell hingelegt, die Augen zugemacht und die Kinder haben Gott sei Dank lieb gespielt. Muss dann gleich eine Tablette schlucken, eine Schmerztablette, und dann geht es ganz langsam vorbei. So 30 bis 50 Minuten ist es dann weg. Aber ja, natürlich braucht man sowas auch noch. Was wolltest du holen? Mein Ohr ist taub. Essen. Ich hab's nicht verstanden, Mausi. Essen. Traubenzucker. Den haben wir gestern in der Apotheke bekommen, gell? Meiner. Grün oder rot? Rot. Ach so, genau. Jetzt fahren wir zu Obi. Das habe ich auch noch nicht erzählt. Denn Lukas hat sein Bett kaputt gemacht. Das Bett ist durchgebrochen, also die Latten sind durchgebrochen. Ich glaube 4 Stück. Fragt mich nicht, was er gemacht hat. Wahrscheinlich hat er einen Hechtsprung ins Bett gemacht oder so. Meine Kinder kriegen echt alles hin. Und jetzt hole ich Bretter, leg die rein, dann ist es wieder stabil. Ach, deine Tasche hast du geholt. Hast du auch ein Stück Traubenzucker? Du siehst ja schick aus, wow. Juni hat ein schickes Kleid, gell? Ein herbstliches Kleid. Toll sieht das aus. Hast du jetzt die Anhänger da reingemacht, oder wie? Ja, die ist, guck mal. Und wie ist die falsch rum hier? Und dann, so, jetzt. Und dann bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Jetzt habt ihr schon eins, gell? Reicht so. Jetzt ziehen wir die Jacken an, Mützen, weil es ist richtig kalt. Auf. Überall ist hier Chaos, ja. Mal gucken, wie ich aussehe. Das ist schief gemacht. Ja, meine Haare. Oh, ja, ich schütze mein Ohr. Das tut auch gut hier so, die Wärme hier drauf. Wir essen es auch. Oh. Egal. Ist egal.
Wow, schöne Blumen. Ja. Ich will die pinke mit grünen Streifen haben. Die sind hübsch hier. Aber ich finde die wieder. Du findest die hübsch? Ja. Herbstblümchen. Ja. Die sind auch schön, ja, hast du recht. Mhm. Auch schön geschmückt hier, herbstlich. Schön. Herbst. Ja, schöne Sachen. Halloween. Guck mal, hier ist alles reduziert. Was ist das? Tisch. 14 Euro ist ein Tisch. Guck mal, Mama. Hier. Siehst du es hier? Was denn? Oh ja, da muss ich abschneiden. Tut es aber nicht weh? Da hinten zu den Brettern. Tut es nicht weh? Nein. Weißt du doch. Mit den Schlipser? Mama, ich höre jemand. Das sehe ich auch bei jedem im Wohnzimmer. Hier sind wir richtig. Hier sind ganz viele Bretter. Nur noch mal gucken, was wir da nehmen können. Hier sind Kranz. Ah ja, hier sind. Bretter, genau. Oben. Mal schauen, welche. Ganz viele. Was sympathisch, Mann hat uns jetzt geholfen. Mama, das schneidet er unsere Bretter. Das ist für die Küche, Leonie. Die sind aber lang, hä? Guck wow. Diese. Ja, riesig. So, ich habe jetzt direkt beim VfB Stuttgart angerufen wegen Tickets. Der Roy guckt schon die ganze Zeit nach Tickets, weil er den Lukas überraschen wollte. Und Stuttgart spielt ja gegen Dortmund. Und bei eBay Kleinanzeigen gibt es so viele Tickets, die verkauft werden. Aber das sind alles Betrüger, also passt da richtig gut auf. Man kriegt auch manchmal Nachrichten, Vorsicht, Achtung vor diesem Account und sowas. Also es sind echt meistens Betrüger da am Werk und ja, kann man echt viel Geld verlieren. Und jetzt habe ich direkt beim VfB Stuttgart angerufen, habt ihr Fanta 4 gehört, aber ich habe leider nur Fanta 4 gehört und ist keiner rangegangen. Ich versuche es später nochmal und frag mal, ob ich da noch irgendwie Tickets haben kann für einen Stehplatz oder so. Mal gucken. Die Bretter vom Bett habe ich jetzt im Auto gelassen, wenn der Lukas kommt. Dann hole ich die Bretter und mache das Bett oben. Ich werde was zum Mittagessen machen. Mein Ohr ist immer noch taub. Das ist so nervig, wenn man auf ein Ohr taub ist und die Kinder nicht richtig hört. Voll anstrengend, ey. Was kochen wir denn? Was kochen wir? Hm? So runter? Nein. Guck mal, hier ist die Schraube bei dem Auto. Guck mal. Was haben wir gefunden? Da. Aufschrauben. Wir gucken jetzt, was wir zum Mittag kochen, denn Silvia und Lukas kommen bald. Ja, zeig's mal. Elias, guck mal, die Leonie zeigt mir, wie das geht. Ich glaube, ich mache irgendwas mit Reis und Gemüse. Ich habe mir so viel Gemüse gekauft und als Salat. So, ich habe entschieden, ich mache Reis mit Gemüse und einen schönen Salat. Ich habe nämlich Salat, Feta und alles Mögliche für einen schönen bunten Salat gekauft und so einen Mix habe ich zum ersten Mal gesehen kochen. Kraut und Karotte. Ja, das wird bestimmt lecker finden. Kommt jemand? Hallo? Ich dachte, ich höre was. Oh Gott. Ja,
Ja, ich glaube, das kann man Kreissalat nehmen, da ist echt viel mehr drin. Da immer mehr. Hallo. Ich will dir helfen. Oh. Hallo, hallo. Das ist süß. Was sind da Ameisen? Naja, Spinne ist nicht so schlimm. Wenn die nicht so groß ist. Hier, da vorne, da. Ihhh. Mach die da zum Papier. Ist ja ganz klein. Will jemand einen Apfel? Binde. Binde. Mach die lieber Hand. Du musst du hochhalten. Oh, genau, jetzt sieht man dich. So, wollen wir los? Haben wir alles? Ja. Ja? Okay. Elias, bereit? Nein. Mach mal Licht aus. Elias? Hier sieht es wieder aus. Lieber nicht zeigen, Leonie. So. Hallo. Hallo. Welche Schuhe willst du denn jetzt anziehen? Wir gehen jetzt in den Kindergarten, dann gehe ich morgen zu Italien. Morgen fährst du nach Italien? Ja. Und meine Mama kann sie ein Guck. Ich habe eine wunderschöne Blume da oben. Mhm. Sie ist wunderschön. Oh, guck mal, hängt fest hier. Dein Rucksack hängt fest. Hilfe. Wie habt ihr das denn bekommen? Warte, Elias, wir machen mal die Tür wieder zu. Jetzt. Welche Schuhe willst du denn? Und ich möchte die Schuhe. Ja, das sind ja nicht deine. Holst du mal die Schuhe, dann kannst du die hier auf der Treppe haben. Ich möchte. Soll ich was halten? Mm-mm. Ich möchte für Esreden. Hast du deinen Anhänger schon gezeigt? Ich habe einen Anhänger mit wunderschönen Steinen. Was ist da? Ein Buchstabe? Hm? Ein wunderschöner Buchstabe. Geh mal da nach hinten, weil sonst kommen wir hier. Wir kommen hier irgendwie nicht voran, Kinder. So, du holst jetzt bitte deine Schuhe, Mausi. Ja. Los. Beide sind so herbstlich angezogen heute. Hol deine Schuhe und dann komm hierher. Hier ist wärmer. So, nach ein paar Tagen wieder mal Haare geglättet. Elias, komm, wir gehen spielen. Komm, wir sind hier fertig. Komm, mein Schatz. Wäsche mache ich später an. Fenster ist hier noch auf. Schrank, ja. Kühlschrank, ja, Kühlschrank. Ja, mir geht es auf jeden Fall heute viel besser. Ja, Miet. Die Sonne scheint heute, ist richtig schön. Farin, ja. Tschüss. Hallo.
Und ich muss unbedingt die Schränke sortieren von den Kindern. Die Sommersachen raus, weil ich habe keinen Platz im Schrank. Dann gucke ich nach einer Kiste, dann mache ich die Sommersachen am besten da rein und stelle die irgendwie auf den Schrank, damit ich mehr Platz im Schrank habe. Ja, genau. Voll durcheinander. Mein Ohr ist übrigens immer noch taub, aber die Schmerzen sind weg und ich bin froh, dass die Schmerzen weg sind. Ich hoffe, ich kann morgen wieder hören. Aua, das war mein Fuß. Du. Guck mal, hier liegt Joghurt von der Barbie. Überall alles verteilt, gell? Guck mal, hier ist Joghurt. Mal auch ins Haus machen, in den Kühlschrank. Ach, oh, was ist das? Bio. Bio? Ach, Bio. 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 Du bist ein Quatschkopf, hm? Vorsicht! Oh mein Gott. Du Rabauke. Jetzt habe ich natürlich vor lauter Stress die Tage vergessen, dass wir heute eine Lieferung bekommen von Marley Spoon. Ist aber leider noch nicht da. Es ist gleich 11:30. Ich wollte aber anfangen zu kochen. Boah, ist das windig. Das schlägt ja voll gegen das Fenster. Was ist denn da los? Hier, was ist hier los? Mein Gott. Ja, deswegen werde ich jetzt gucken, was ich im Kühlschrank habe. Ich habe ja noch genug Essen da. Und was kann ich schon zaubern hier? Ich habe noch Würstle. Ja, ich guck mal durch und dann. Da ist noch eine. Ups! Ich mache jetzt auf die Schnelle hier Ramen. Ist schon alles fertig hier. Es kommen nur noch die Eier oben drauf und dann ist es fertig. Kann man essen. So viele fragen immer nach dem Rezept. Ich habe das bei Instagram in die Highlights gepackt. Da könnt ihr mal nachschauen. Ich kann es aber auch ganz schnell hier erzählen. Also, ihr kocht die Nudeln. Einfach kochendes Wasser drüber, dann werden die eigentlich schon weich. Wenn nicht, dann einfach nur ein bisschen aufkochen. Dann kommt Sojasauce, Mayo und Brühe rein. Ein bisschen Salz. Und einfach frische Sachen reinschnippeln, was man einfach mag. Und genau, Ei drauf, fertig. Habe ich alles erzählt? Sesam. Genau. Ich habe jetzt Frühlingszwiebel, Gurke. Ach, und Tomaten mache ich noch drauf. Genau, frische kleine Tomaten. Habe ich nämlich ein Riesenpaket hier. Die wollte ich noch einschneiden. Aber jeder macht es natürlich ein bisschen anders. Eine Zuschauerin hat mir ein Rezept mit Kokosmilch geschickt. Da muss ich mal in mein Handy gucken, wo ich das oder ob ich es mir überhaupt abgespeichert habe. Ich hoffe, weil mit Kokosmilch sah das auch interessant aus. Und ein bisschen Tomatenmark. Das werde ich mir heute mal raussuchen. Ups. Das hier. So, genau. So, wir sind jetzt ganz kurz beim Action. Ich hole mir nämlich Schokolade für heute Abend. Dann wollte ich noch was für einen Kindergeburtstag. Wir waren vorhin auf dem Spielplatz. Es ist so windig. Man fliegt echt weg. Ja, ich habe aber mein Band angehabt. Mein Ohr geschützt und den Kindern habe ich Mützen angezogen. Das ist echt brutal, ne? Die Bäume, die wackeln hin und her. Ist gerade nicht. Aber das ist echt richtig fetter Sturm. So, gehen wir kurz rein, Schokolade holen. Für Mama. Ups. Jetzt funktioniert die Kamera. Leonie hat eine Dose für den Lukas gefunden. Sie sagt, wir sollen die große nehmen, da kann er mehr Brot einpacken. Ach, Tüten brauchen wir auch noch. Ist doch okay, oder? Ja, die ist ein bisschen zu klein. Na, ich glaube, wir nehmen die hier. Und 5 Stück. Mama, lass die kannst du mitnehmen hier, die 5 Liter. Oh Gott, du kleine Rabauke, du. Das ist dein Schuh. Guck mal, jetzt hast du die Schuhe ausgezogen. Setz dich mal hin und die Schuhe wieder anziehen. Sitzen bleiben. So, jetzt holen wir Schokolade, dann gehen wir wieder raus, gell? Mias hat keine Lust. So. Willst du die Dosen festhalten? Ja. Hier? Dosen. Dosen.
Guck mal, kannst du festhalten. Tja, bist müde, gell? Ja, bevor wir die Schokolade holen, muss ich euch das unbedingt zeigen hier. Das finde ich hübsch. Ah! Nee, und nicht so nah den Wagen schieben, weil sonst könnte er das alles haben. Ja, die Häuschen, gell, sind toll. Aber lass den mal stehen, weil sonst, wenn das runterfällt, dann ist es kaputt. Das wäre schade. Die sind hübsch hier. 5 Euro, so große. Sogar mit Batterien beleuchtet. Toll. Echt hübsch. Das ist ja auch süß hier. Süß. Echt tolle Sachen. Ach, guck mal hier, Leonie. Auch süß. Was ist die Dose? Das. Die sind auch beleuchtet, die sind ja süß. Da gibt es noch die Häuschen. Jetzt ist sie da, unsere Kochbox. Packen wir gleich mal zusammen aus. Schon mal nur ein Messer. So, und jetzt zeige ich euch, was ich bei Action gekauft habe. Und ich verlinke euch natürlich mal das Buch nochmal in der Infobox mit dem Rabattcode. Was wollte ich dazu sagen? Ja, ich habe das vorbereitet, dass es diese Woche kommt, weil sonst hätten wir weniger eingekauft. Aber jetzt muss ich wenigstens nicht überlegen, was ich kochen soll. Jetzt haben wir richtig coole 3 Rezepte und das eine machen wir. Später zeige ich euch dann. So, wir haben jetzt so kleine Dosen gekauft. 2x solche. So, wenn die Schule nur bis 12.50 Uhr geht, dann können sie so kleine Dosen mitnehmen. Und Müllbeutel habe ich wieder gebraucht, unsere. Dann für Toilette. Für die Mülleimer. Ja. Kostet 1,49 glaube ich. Und das, ich glaube auch 1,39 und so. Ja. Und für mich. Ich liebe diese Teile, die sind mit so einer Creme gefüllt. Vor allem Schokolade und so eine Creme. Geil. So, das war's, genau. Und dann diese Dosen hier. Sauermehrer. Ich hoffe, ich beschrifte die mal. Mit Adresse und Telefonnummer bis. So. Guten Tag jetzt auch von mir aus dem wunderschönen Küchenstudio von uns. Ich bin extra nach Hause gerast, weil ich wusste, dass heute Marlies Buhn kommt. Und was ist passiert? Martha hat schon angefangen zu kochen. Dankeschön, weil wir wollten es zusammen machen. Ja? Ja. Denn das ist nämlich so einfach, dass das selbst für Männer, beziehungsweise mal eine schöne Aufgabe zusammen ist, weil sonst macht das ja leider immer nur die Frau alleine. Leider. Oder, ja. Man sieht nicht, dass ich rot anlaufe vor. Ne? Nein, aber das ist echt mal eine schöne Aufgabe zusammen zu machen. Normalerweise mache ich die Hackbällchen nämlich. Ja. Aber Martha, wie gesagt, konnte nicht mehr haben. Da habe ich jetzt anziehen. Den. Ja, stimmt, da habe ich mich auch gewehrt. Aber das ist aus. Ja. Aber wir haben auch schwarze. Ja, schwarze? Ja, gut, beim nächsten Mal dann. Ne? Zum Schluss soll das dann so aussehen. Aber wir zeigen euch das fertige Ergebnis gerne, bevor wir das inhalieren. Oh, der Akku hat aufladen. Dann ist das ein Zeichen für ausmachen. Stort da. Die Martha, ja, probier's einfach mal aus. Genau, Martha wird euch das in ihrer Infobox verlinken, das Ganze. Und wer da noch Fragen hat oder so, der kann uns gerne schreiben. So. Genau, bis dahin. Wie das riecht. Ja. Cool. So, wir lassen es uns jetzt schmecken. Ja. Und ich wollte nur noch Tschüss sagen. Danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Tschüss. Mein Lieb.